Es schief wird. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play, der Pixelmon Modpack. Genau, wir sind wieder zurück im Lager. Ich habe ein bisschen sortiert und ja, da auch die neuen Sachen drinnen. Ein paar Sachen muss ich hier noch rausnehmen, sehe ich gerade. So. Hier haben wir so die Edelsteine und so, die wir brauchen, Tafeln. Genau, und hier habe ich auch noch neue gemacht. Hier habe ich mal die Bücher reingetan. Genau, hier. Nein, nicht der Backpack. So. Dann habe ich hier noch, auch die verschiedenen Gegenstände von Pixelmon reingetan. Jo, und die Kisten sind wieder leer. So, hier haben wir noch ein bisschen, noch nicht ganz fertig. Aber es gibt auch noch ein paar Sachen, die wir kurz reinlegen können. Und dann gehen wir, denke ich mal, nochmals ins Nether. Jo, geht's nicht alles mitnehmen. Also, wir brauchen, nein, ich belebe nicht. Das, 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 hier. Das und das. Dann hier, die Münze habe ich ja jetzt hier, genau. So, dann machen wir das noch. Belebe auch nicht hier. Dann habe ich hier unten die Belebe und hier unten die Edelsteine. Und Gold. Sehr gut. Was sind denn für Pokémon gespawnt? Genau. Der Kleptifuchs. Ja, möchte ich eigentlich noch holen irgendwann mal. Jetzt schon. Ja gut, gehen wir kurz zum Kleptifuchs. Wie heißt die Nachentwicklung? Und ist die Nachentwicklung Kleptifuchs? Nein. Der da. So. Ist ein tolles Pokémon irgendwie. Also, hat das etwas mit dem Dieb zu tun? Wird es wahrscheinlich aushalten. Komm, versuchen wir es mal. Ja. Mit Schattenstoß ist ja jetzt noch nicht. Geist ist Pflanzeflug noch. Und ich habe jetzt auch wieder die Levels an die Pokémon im Team angepasst, damit wir nicht immer so viele Pokémon haben, die viel zu hoch sind, die wir nicht fangen können. Jo. Gut. Und damit wir auch das andere, das Meppo, vor allem fürs Leveln fangen können. Also zum Fangen benutzen können. Das hat ja Giftspore, genau. Nein, Stachelspore, genau. Och, kenne mich nicht mehr so aus. So, also Kleptifuchs ist unser. Können wir ja danach ein bisschen trainieren. Und du, Pau, Mi. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt habe schon. Was bist denn du? Muss auch so ein Fee-Pokémon sein. Jo, die Spawns sind höher. Auch, eigentlich ein bisschen mehr Pokémon auf einmal. Aber hier, ist es nicht so gut zu sehen. Schauen wir aber mal kurz im Netto vorbei. Zur Netto-Festung möchte ich gerne gehen. Genau. Jo, genau. Gucken wir mal. Map. Ja, toll. Ja, ist wieder das Problem. Irgendwo gibt es ja hier die nette Festung. So, irgendwo hier oben. Was ist das eigentlich hier, die Punkte? Was ist das für ein Biom? Das ist ein neues Biom hier. Okay. Also, wo gibt es eine nette Festung? Da war die Bastion, wo wir waren. Wir gehen, denke ich mal, zu Bastion 1. Und ich sehe jetzt gerade keine nette Festung. Egal. Okay, suchen wir aber 1N. Gut. Da brennt es überall. In welche Richtung muss ich jetzt? In die Richtung, okay, gut. Ja, innen können wir auch nicht mehr. Wir können aber entweder... Wir haben kein Reit-Pokémon dabei. Ja, egal. Wird uns nur sonst umbringen. Können wir sie nutzen, können wir abbauen. Ja. Gut, sehr gut. So, wunderbar. Also schauen wir mal. Hunduste wäre vielleicht
Kapernduster haben wir schon gefangen. Keine Ahnung. Ich möchte unbedingt ja die Villa bauen. Ich habe eigentlich so langsam die Blöcke. Ich könnte noch die restlichen Blöcke dann einfach nachfarmen. Und ja, da starten wir, ich denke ich mal, in ein paar Parts. Oder ja, in ein, zwei Parts sogar schon. Mit der Villa einfach. Und nebenbei trainieren wir an Trainern und so, holen das Geld über Fliegen. Aber ich glaube, wir müssen nicht fliegen lernen. Also, das war damals so in Pixelmon, man brauchte die VM. Aber ich weiß nicht, wie lange nicht mehr. So, jetzt müssen wir doch die da drüber. Ja, ein bisschen schwer so. Schade, dass nicht ein direkter Weg drüber ist. Sonst wollte ich einfach ein bisschen, ja, was mit der Spitzhacke eher. Knochen brauche ich momentan nicht, das mache ich dann bei Unlicht, denke ich mal. Gibt es sonst einen Knochentyp? Nein. Das Lava ist im Weg. Sehr weit. Überall Lava. Also wir müssen irgendwie... Ja, wir haben mal Glück abbauen. Du bist so ein Scheißmod. Ich habe dich runtergeschraubt in den Configs und trotzdem bist du wieder so groß. So ein Scheißmod. Nein, es ist nicht ein Scheißmod, es ist spektakulär und cool, aber er ist so unnütz, wenn er dann wieder zurückgesetzt wird. Das sollen sie endlich mal beheben, weil es in der neuesten Version geht, da muss man nicht ständig immer wieder resetten. Also es wird nicht resettet bei einem Spielstart. Aber scheinbar können sie das nicht, weil sie das nicht mehr unterstützen. Okay, es ist in 1.20.4 dann auch wieder so. Aber in 1.20.1 ist es nicht mehr so. Stimmt. Ja, da wollte ich auch noch eben das mit dem Storybait bauen anfangen. Aber ich fühle mich einfach zu krank momentan. Jetzt bin ich wieder der Kaktus und auch diese Ausstrahlung, die mich stört und ablenkt. Ja. Ich sollte eine Nervenkrankheit. Ist ein bisschen schwieriger als irgendwie so eine andere Krankheit. Ist die schwierigste Krankheit, die es gibt. Scheinbar. Für mich nicht so schlimm, aber ja. So, jetzt sind wir hier. Was ist das für ein Gebiet? Endlich sind wir hier. Was? Oh Gott. Meine Güte. Was sind wir für Ziffern? Also, Ziffern. Wald. Ziffian, okay. Ziffian, wo ist das? Hallo. So. Wunderbärchen, also pflanzen, bauen wir das mal ab. Was, Schmarotzerpilz? Ziffian, Schmarotzerpilz. Geil. Wir haben keine Axt scheinbar. Wir haben kein Holz mehr, hey. Aber damit kann man... Was? Das ist das Holz. Dachte schon, hey. Komm bitte. Ja, gut. So. Also, du dumme Axt. Komm her, zu Papa. Ja, ja. Gut, machen wir die mal so mal rein. Anordnen und dann holen wir mal. Wo ist jetzt schon wieder die Axt? Die wird immer automatisch irgendwo hingeklatscht. Nicht dort, wo ich will. Ja, dieses automatische Zeugs ist halt nicht so mein Ding. Ich bin lieber derjenige, der ein bisschen arbeitet. Ob sie nicht gerne findet. Irgendwie mit da. Ja, ja. Also. Wir bekommen jetzt ab die Setzlinge nicht so gut über. Das ist aber cool, also das könnte vielleicht in die Villa kommen beim Käferabteil.
schon gut. Aber die wachsen wahrscheinlich, ja, die müssen auf diesem Boden wachsen. Kann man die so abbauen? Nein. Wir brauchen immer noch Behutsamkeit. Okay, egal. Hitzlichter, aber wie sind die? Ich glaube, mit der Hacke sind die schnell abbauen. Oh, da ist dieses geile Feuervieh wieder. Oh, schön. Ja, das ist aber nicht schön, oder? So. Gutes Screenshot gemacht. Dass dieser Thermopod. Ach Gottchen, diese Ironie manchmal. Geil. Wie will so etwas haben? Was ist der Hund aus Stocker? Ganz viel. Schön, schön, schön. Dann haben wir sicher noch ein anderes Biom irgendwo. Da oben haben wir wieder das Spezielles. Ich habe hier gefangen, Zobiris. Da dieses Augenvieh. Ja. Cool. Glowstone könnte ich halt noch ein bisschen fangen. Geht ja auch schnell. Physik Mode, spinnst ein bisschen. Ja, komm. Lassen wir das. Ja, Kürtels. Okay, das tönt ein bisschen cringe. Meine Güte, kommt man da nicht durch. Das ist jetzt nicht so toll, hä? Oh, ja, ich bin auch sehr geschafft. Also ich bin jetzt ein bisschen weniger strapazierfähig. Cool. Also Pilzlichter, die sehen natürlich schön aus für die ja, Villa. Also ich denke, oh, ich bin drauf gekommen auf die Maus. Wie sensibel willst du noch werden, Maus? Jetzt gibt es Mäuse so mit, weiß nicht, 24.000 DPI und so. Wie willst du das steuern? Ich weiß nicht. So ungefähr. Keine Ahnung, wie die Menschen. Du bist nett, Flecknöll. Du siehst gut aus. Da oben ist auch wieder die Wärme. Also, dann müssen wir eine Richtung weiter. Ja, geradeaus. Ja, nach links. Die Richtung. Okay. Gibt's irgendwo hier gut Netherite? Ein bisschen tiefer. Hm? Ich will noch mich durchbuddeln. Dankeschön. Wie lange geht der Berg hier? Die Hacke geht wohl kaputt. Jetzt kommt er dann raus. So, also wir sind hier durch. Wir sind einfach durch die Lava. Und dann müssen wir noch ein bisschen nach hier. Und dann noch ein bisschen nach links wieder. Und dann sind wir hoffentlich bald draußen. Ja. Ich dachte schon, ich würde irgendwie zu viel Schaden bekommen. Zu hoch wäre. Aber ne. Also hier sind wir. Und dann müssen wir nach rechts wieder. Gut. Schön, schön, schön. Oh, Zwirrlicht. Dich kenne ich auch noch. So in einem Grabmalturm war doch das, wo die immer auftauchten. Du bist irgendwie so ägyptisch. Okay. Dachte ich mir, dass es dieses Gebiet ist.
Das Basaltdelta. Aber sieht auf der Map so unscharf, also so nicht gerade so gut sichtbar aus. Da ist irgendwas Spezielles. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Mega, also Gigantomax Teil. Jo. Schwarzsteinfarm. Das müsste ich eigentlich noch. Was bist denn du? Ein Salamander. Ja, ich würde das eigentlich irgendwie. Rasierblatt, du bist sicher. Boden, Feuer. Na, Schnabel machst du mir schon. Was ist der Fluchtweg? Jagdduft. Gut. Ich wette, du hast eine gute Weiterentwicklung dann. So, mach jetzt vorwärts. Pixelmann bist manchmal ganz langsam. Na gut, es ist einfach manchmal einfach lange am Rechnen, aber das ist selten. Gut, Dankeschön. Aber schon wieder etwas Neues, was ich noch nie gesehen habe. Das will ich nicht haben. Ist viel, aber. Und Durst, ich weiß nicht, also Schneckenmakame geholt, glaube ich. Abbauen. Aber so viel Schwarzstein brauche ich jetzt auch nicht. Lieber nicht so viel. Da hier uns durchgraben. Können wir wieder außen herum. So, sehr schön. Jo, ist aber jetzt gerade hier nicht so gängig. Oh. Was bist denn du? Bist du Thermobot? Ja. Okay. Naja, ich will hier. Ich will eigentlich nach Norden kommen. Ja, wir müssen, glaube ich, hier weitermachen, wenn wir fliegen können. Jo, wir werden nochmals den Charter weiter trainieren, natürlich. Glaube ich, gehe mal kurz ein bisschen runter und suche mal ein bisschen. Nee, also das mache ich sicher mal dann während dem Livestream oder so. Also wenn es noch geht, werde ich schon mal anfangen mit Livestreams von Pixelmon. Aber ich denke, jo. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen warten müssen, bis meine Krankheit wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle ist. Diese dumme Krankheit. Immer die Zephas. So. Ja, da wird wahrscheinlich nicht so viel auftauchen. Ne? Oh. Das sieht gut aus. Magma. Magpi. Nein, Magmar, oder? Magpi ist die Vorentwicklung. Wo bist du? Mollunk. Nein. Und du bist Schneckmag. Du bist nicht. Hey, wo ist es jetzt hin? Ist das wieder dieses Thermoport? Es ist einfach weg, da ist aber Magma. Magma, komm zu mir. Okay. So, also dann gehen wir wieder zurück. Wir haben ja ziemlich gut etwas bekommen. Ja. Machen wir weiter mit Trainersuche. Mann, diese Paumi. In ganz groß oder so. Und in ganz winzig klein. Gerne.
So normal habe ich irgendwie die Pokémon nicht so interessant gerne, oder? So, ich möchte gerne Holz mitnehmen. Chia. Chica. Nein, schwarz. Oh, komm, schwarz. Also hier sind nicht so viele Tränke. Aber wir könnten rüber zur Villa. Das ist irgendwie... Oh. Was? Galaxy. Ah, ich weiß gar nicht, was dort ist. Wir müssen laufen. Die andere Richtung natürlich. Easy. Was willst du? Ah, du bist ein ganz komisches Teil. Ist das eine Mütze? Könnte so eine Schneemütze sein. Gut. Hier haben wir auch dieses schöne Birkenbiom. Ich habe ein schönes Boot mitgenommen. Jetzt bauen wir wieder etwas Größeres. Knopfwinz ist aber nicht groß. Ah, da! Was bist denn du? Nautilus. Wie heißt du? Aranistro. Cool. Jo, dich kann ich ja jetzt... Was bist du für ein Level? Ich will dich fangen. 22, ach komm. Ich fang dich. Weil ich das kann. Ist nicht sehr effektiv. Bist doch ein Wasservieh. Bist wahrscheinlich Stahl. Boah, ist aber stark. Sehr effektiv. Okay. Bitte nicht sterben. Ich tue dich wirklich. Eben auswischen. Asmepo ist auch low life. Wir müssen noch in dieses Eisdorf gehen, oder ne? Biss. Biss ist halt immer ein bisschen nervig am Anfang. Ja gut, ich wollte dich eigentlich... Komm, Labras, du musst... Du machst das... Konfusstrahl. Gibt das einen Bonus? Ein Fangratte? Ist ja auch ein Zufallsstatuseffekt, oder? Ja. Statuseffekt. Bitte, bleib drinnen. Du bist doch groß genug für den Hyperball. Bitte, komm schon. Sonst hole ich den Meisterball. Gut. Dankeschön. Dich will ich gleich mal leveln. Gehweier. Ist auch cool. Und du, Quapsel? Okay. Ist ein bisschen komisch gesprungen. Barschuft. Ich muss Barschwa haben. Wo gibt's Barschwas? Barschwas gibt's beim Türken. Um die Ecke. Hot Döner. Barschwa Döner. Was guckst du? Guckst du weiter? So, fliegen wir doch ein bisschen hier auf die Bäume. So, Araqua. Ist auch interessant. So, jetzt sind wir aber bald dort. Ja. Ist jetzt gerade ein bisschen mühsam. Oh, ein Riesenradikal. Hallo. Hallo, Bruder. Ich bin's, der Ratti, der Radfahrer. Bist du mein Papa? Riesenpapa. Ja, gut, wir sind ein bisschen falsch. Wir müssen ein bisschen rechts. Gibt es hier irgendwie besondere Pokémon? Abra. Abra möchte ich eigentlich gerne von Knapfel. Aber das ist wieder weiter oben. Kann ich wieder nicht erreichen. Ich hätte gerne das Knapfel. Komm schon drunter. Wieso sind die immer oben? Hallo. Da. Knapp, du Arsch. So. 15. Okay. Nabel.
Ist es Feuerdrache? Feuerdrache, Pflanzendrache. Ich denke schon, ich weiß es überhaupt nicht. Doch, ich habe es ja im letzten Projekt gefangen. So. Ja, Superbälle wäre vielleicht besser für diese Lovies. Naja. Nein, es ist einfach die Fangrate, das ist nicht das Level, das entscheidend ist. Hornliu, was bist du am Boden dort? Ah, dieses dicke Eichhörnchen. Ja, Abra, hä? Abra. Abracadabra. Ips, Fidibus. Bimisala Simsala. Komm schon. Irgendwo hier. Hä? Mann, dieses fette Teil. Lavita. Lavita möchte ich gerne im Team. Ja, vielleicht noch ein bisschen früh, aber ist das wirklich ein High-End-Pokémon? Für Arena-Kämpfe und so. Es ist wieder unterirdisch oder so. So blöde manchmal, wenn man halt etwas sieht, was nicht oberirdisch ist. Also ich brauche das Abra. Du bist doch irgendwo hier in der Nähe. Du bist nur auf der Map nicht gut sichtbar. Vielleicht wegen Höhen. Hier haben wir ein großes Radfratz. Komm. Vielleicht nicht direkt. Ich mal schnappe. Oh, ist der Nachbar tot. Ja, ich muss kurz wechseln, weil sonst stirbt Arbaro. Wird das. Hast du irgendwie etwas einfach? Machen wir wieder Konfusstrahl. So, gut. Wenigstens trifft das ihn. Ach komm, mach mal vorwärts. Nicht immer bitte warten. Ist jetzt gerade wieder ein bisschen langsam heute. Ja, aber Radfratz hat doch nicht so eine hohe Fangrate. Nicht Fangrate, tiefe Fangrate. So, ja, da hatte ich gerade gleich mal. Boah, ein Kadabra. Geil! Wo ist eigentlich Bim? Es gibt Abra, Kadabra und Simsal. Wo ist Bim? Ich brauche Bim. Ah, falsche Taste. Ist gleich neben dran. Wo ist jetzt das Abra da? In die Richtung ungefähr. Ich brauche dich. Ja, Pipi möchte ich auch irgendwann mal. Wo bist du? Weiter hin. Weiter links. Bitte nicht abhauen. Ah, ich muss. Ja. Also, wenn du jetzt nicht drinnen bleibst, dann habe ich ein Problem. Ich habe das Stachelsporn-Teil nicht eingesetzt. Smapper. So, ja, gut. Dankeschön. Also, Abra nehme ich jetzt ins Team. Bist du ein Käfer? Du bist grün. Grün ist Sommer, oder? Burmi-Bürmchen. Einmal Bett reinhauen. Oh ja, es wird wahrscheinlich sterben jetzt. Ja, okay, ist mir nicht so wichtig. Ich glaube, die bekommen nicht irgendwie so ja, Sympathiepunkte weg. Ich muss jetzt mal ein bisschen nachdenken. Also die haben irgendwie so einen Freundschaftswert, oder? Und wenn man bestimmte Pokémon hat, die können sich dann weiterentwickeln durch Freundschaft. Lehmschelle. Cool. Noch 5 Level. Ja, leveln wir halt am besten noch. Mit Radikal. Das ist total zu hoch. Also, dann sind wir aber bald schon vor. Okay, keine Ahnung, ich wurde wieder überlebt eigentlich. Gut. Irgendwie so ein Level 20er Pokémon oder so. Wir müssen, glaube ich, mehr in den Süden jetzt. Kramux. Da dieses fette Hamsterfilm möchte ich besiegen.
Was ist das? Eigentlich eine Ruine? Wo ist das fette Hamstervieh? Hallo, Hamsterbacken. Wo ist es? Hä? Das muss hier sein. Jetzt ist es weg. Ich verstehe manchmal die Minimap nicht. Vor allem Pixelmann tut einfach irgendwann mal Pokémon, die spawnen, obwohl sie ganz in der Nähe sind. Es ist ein bisschen zu schwer mit Lapras. Sehr gegenteiliger Typ. Okay, gehen wir noch kurz zur Ruine. Und im nächsten Part hoffentlich bekommen wir Ninja Turm. Ja, Pokébälle sind im Metall, das geht jetzt. Ah, okay. Ja, okay, das ist eine Kirche, ich sehe es. Die kaputt ist, die schlecht generiert wurde. Wahrscheinlich, weil ich noch ein paar Mods eingefügt habe. Oder es ist einfach schlecht gespawnt. Kann auch sein. Naja. Gut, aber ein Pokémon möchte ich noch irgendwie. Nicht so ein Mini-Furz-Kramux, sondern. Ja, laut. So, zeig mal, was du ganz mit Gunfußstrahl zuerst mal taktisch kämpfen. Wenn du einen Radplatz hast, das einfach fast größer ist. Das ist ein Lapras. Ja, dann ist das Lapras ein bisschen zu klein. Hä? Wieso ist jetzt das nicht gestorben? Das ist ja mega low. Gut, dankeschön. Dafür gibt es keine Level-Ups. Also, wir sind in der Nähe. Hä? Ja. Gut, und hier unten. Ich denke, ich mache die Käfer-Arena wirklich schön am blauen Wald. Ich könnte sie hier machen. Aber nee, ich denke, ich fange hier mit der Arena, mit dem Abteil an. Es wird eben keine Arena, sondern, ja, wie soll ich das nennen? Einfach ein Zimmer, ja, mehrere Zimmer, oder? Ja. Gut, also, einfach ein Abteil vom Haus. So. Tschüss zusammen und viel Spaß noch beim Trainer. Das ist dieses Stahlteil. Habe ich auch schon gesehen. Ein alter Fisch, okay. Kein Trainer. Dankeschön fürs Zusehen. Ja. Und Dankeschön für die Hilfe. Für die Interesse und alles. Tschüss.